Zu welchen dieser Gruppen gehörst du? Wenn du jemanden siehst, dass er einen Fehler macht, zu welchen drei gehörst du? Wenn du einen Fehler siehst, schweigst du? Lästerst du? Oder hilfst du? Das ist die Frage. Stell dir vor, es gibt ein Problem in der Moschee. Eine psychisch kranke Person kommt in die Moschee und belästigt die Betenden. Die kranke Person kann nichts dafür. Ist bei Allah entschuldigt. Da gibt es wieder drei Personen, drei Arten von Personen. Der erste schweigt und die zweiten machen sich lustig und kommen vielleicht nicht mehr in die Moschee. Und die dritte Person handelt und versucht eine Lösung zu finden. Zu welchen dieser Personen gehörst du? Komm mutaddiban ya dhakir.